Der 8. März ist wie jedes Jahr für uns die Gelegenheit, als Frauen darauf hinzuweisen, dass wir auch im 21. Jahrhundert noch viel zu tun haben, um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen. Ein Punkt mit Sicherheit ist die Frage von Frauen in Führung. Nach wie vor zeigt sich, dass in den Führungsebenen der Unternehmen in Deutschland zu wenig Frauen vertreten sind. Hier fordern wir die Frauenquote, und zwar nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen, sondern auch, weil wir eine Arbeitskultur in den Unternehmen haben möchten, die sowohl Männern als auch Frauen es ermöglichen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Und weiter geht es natürlich auch um soziale Gerechtigkeit, um Gleichstellung von Frauen, gerade auch in den Bereichen, wo sehr viele Mindestlöhne gezahlt werden oder eben auch noch nicht, sondern sehr prekäre Löhne. Wir wollen, dass Frauen ein eigenständiges Einkommen haben, von dem sie leben können, von dem sie auch ihre Familie ernähren können und dann auch im Alter einen Rentenanspruch haben, der tatsächlich ausreicht zum Leben. Das ist für viele Frauen und zunehmend für Frauen nicht gegeben. Und hier wollen wir uns ganz besonders einsetzen, dass endlich auch mehr Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit für Frauen herrscht. Und um das zu zeigen, werden wir alle zusammen am 8. März auf den Straßen sein. Wir werden an verschiedenen Ständen in großen Städten hier in Hessen antreten, werden mit den Frauen auf der Straße diskutieren, aber gerne natürlich auch mit Männern. Wir wollen zeigen, dass wir am 8. März dafür kämpfen, dass Frauen gleichberechtigt leben können. Das ist nicht nur eine Aufgabe für uns Frauen, sondern das können wir auch mit den Männern gemeinsam erreichen. Und deswegen freuen wir uns auf die vielen Gespräche an den Ständen in den Städten, die wir Grünen an diesem Tag anbieten.